Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du mich gefunden hast. Ich bin die Jasmina und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich auf meinem Kanal. Ihr Lieben, wir haben heute den Look Fantastic Adventskalender, den wir heute gemeinsam unboxen werden. Der Look Fantastic Adventskalender ist gestern angekommen. Ich habe auf den Look Fantastic Adventskalender 6 Wochen lang gewartet. Ich habe mich auf der Warteliste gesetzt. Ich habe Anfang September mich eingetragen und jetzt ist er endlich da und ihr seht, ich grinse wie ein Honigkuchen. Ich freue mich richtig sehr nach 6 Wochen Warten. Ich glaube, das Warten hat sich richtig ausgezahlt, denn da sind ein paar Produkte drinnen, die mich wirklich sehr, sehr gereizt haben. Ich habe bei der lieben Nicole vom Kanal Chiquitas Blaze, ich habe ihre Unboxing angeschaut und ich habe mich für den Look Fantastic Adventskalender entschieden, denn ich wollte mir unbedingt einen hochwertigen mal bestellen. Und ich fand den Look Fantastic Adventskalender erstens einmal vom Preis her okay und auch von den Sachen drinnen, was drinnen sind, die haben für mich eigentlich zugesprochen, weil da ist in einem MAC Mascara im Wert von 36 Euro und ein kleiner Blush. Und die zwei Sachen habe ich mir überlegt, das wäre was für mich. Und deswegen habe ich mich dann auch entschieden für den Adventskalender. Bei der lieben Chiquitas Blaze gab es einen Rabattcode, den habe ich genützt. Ich habe 10 Euro gespart, sprich der Adventskalender kostet 115 Euro und ich habe den Adventskalender bekommen für 105 Euro. 10 Euro habe ich mir gespart. Ich habe heute die liebe Nicole gefragt, ob es okay ist, ob ich ihren Rabattcode und ihren Kanal werde ich auch verlinken. Schaut unbedingt bei ihr vorbei, denn die hat wirklich ganz viele Adventskalender-Unboxing und schaut gerne vorbei, wenn euch irgendein Adventskalender interessiert. Sie ist eine ganz liebe und ja, lasst bis Liebe da. Und danke Nicole, dass ich deinen Rabattcode auch nützen kann und auch hier in der Infobox verlinke. Sie verdient damit gar nichts, aber ich glaube, sie freut sich auch wie ich, wenn ihr auch etwas sparen könnt. Genau. Ja, ihr Lieben, was soll ich dazu sagen? Ich würde sagen, wir legen mal los mit dem Adventskalender. Genau. Ich werde euch meinen Instagram-Account auch unten setzen, damit könnt ihr auch schauen, denn ich werde von diesem Adventskalender einige Produkte auch in den Reels testen. Das ist so mein Vorhaben, was ich jetzt die nächsten Monate machen möchte. Und den Douglas Adventskalender habe ich auch schon einige Sachen in den Reels getestet. Ich werde sie aber auch für die Leute, die kein Instagram haben, werde ich es auch in den YouTube Shorts posten. Genau. So, dann würde ich sagen, legen wir mal los mit dem ersten Türchen. Und danke Nicole noch einmal für das, dass ich auf jeden Fall den Code nützen kann und den Zuschauern das geben darf. So. Ich habe hier von Elemis und Elemis ist eine sehr gute Marke. Das ist ein Pro Collagen Marine Moisturizing Essence fürs Gesicht und viele schwärmen von Elemis. Also ich glaube, viele, die Elemis lieben, werden sich auf jeden Fall freuen. Ich kenne zum Beispiel Elemis schon, aber ich habe von denen, glaube ich, noch nichts getestet. Das ist eine Marke made in England. Okay, das ist in England. Ich freue mich, ich werde es auf jeden Fall testen in den ganzen Reels und Shorts und werde ich euch dann auf jeden Fall berichten. Genau, ein Moisturizer fürs Gesicht, super. Elemis ist eine gute Marke. Türchen Nummer 2 ist etwas längliches, da schauen wir gleich rein. Und zwar ist das ein Duschgel von der Marke Espar. Die Marke Espar kenne ich persönlich gar nicht. Das sind 100 Milliliter, damit kommt man locker 4-5 Mal beim Duschen locker aus. Und zwar made in England. Genau, ich glaube, dass der Adventskalender von England kommt. Wenn mich das jetzt nicht täuscht, verbessert es mich gerne, wenn ich da falsch liege. Und das ist ein starker Duft, der mir persönlich jetzt zum Beispiel nicht gefällt. Aber ich bin mir sicher, dass es einigen von euch gefällt. Das riecht so nach Kräuter und so und das ist halt nicht so meins. Ihr wisst wahrscheinlich, die Leute, die mich länger kennen, ich bin mehr so die süße, orientalische, frische, herbe bisschen, aber das ist mir ein bisschen doch zu streng, genau. Genau, aber es ist nicht kein Problem, ich bin mir sicher, ich finde jemanden, der sich drüber freuen wird. Türchen Nummer 3 ist von der Dr. Pau Pau, das ist ein Lippenöl. Mit Kollagen, ein Naturalprodukt, hier steht auch vegan drin drauf, ein Naturalprodukt, was die Lippen
Plumping Lipöl. Aha, das ist ein Lippenöl, was die Lippen plumping macht. Also sprich, es macht die Lippen so aufpolstern, bedeutet plumping auf Englisch. Und das finde ich nicht schlecht, denn ich denke mir mal, im Winter kann man immer ein Lippenöl verwenden. Ich kenne die Marke schon, aber ich habe von denen jetzt persönlich noch nichts getestet. Und ich werde es auf jeden Fall testen und werde es euch auf jeden Fall berichten. So. Der Adventskalender hat 25 Türchen, sprich, wir müssen den Adventskalender einmal umdrehen, also so quasi umdrehen. Finde ich auch gar nicht so schlecht, den Adventskalender kann man noch einmal befüllen. Und nicht nur das, der Adventskalender kann man auch super toll auch weiter befüllen. Ist ein bisschen umständlich jetzt zum Unboxing, aber naja. Türchen Nummer 4 haben wir hier ganz unten. Und da freue ich mich sehr. Das ist von NARS ein Blush, der kostet um die 8, 9 Euro. Der Blush, eine wunderschöne Farbe. Das ist die Farbe Orgasm. Und das ist, glaube ich, ein wunderschöner Blush, 1,2 Gramm. Also, ich liebe ja Miniaturen und da habe ich mich sehr gefreut. Aber er schaut wirklich sehr klein aus, muss ich sagen. Aber das macht nichts. Er hat jetzt keinen Spiegel, was mich jetzt auch persönlich nicht stört. Und ich finde der Blush wunderschön. Ich glaube, diese Marke NARS und diese Farbe wird wahrscheinlich eh jeder kennen. Das wird eh auf YouTube und auf Instagram hin und her abgespielt. Und ich finde persönlich, wenn ich im Urlaub bin, würde ich nicht den großen nehmen, sondern ich würde dann den kleinen nehmen. Denn ich habe mal von einer Zuschauerin, falls du das siehst, liebe Grüße an dich, einen größeren bekommen und ich finde, den kleinen kann man super toll nützen für Reisen, weil wenn der große kaputt ist, dann tut mir schon das Herz weh. Also kann man den super toll nützen für den Urlaub auf jeden Fall. Und ich finde ihn zuckersüß, er ist einfach so klein. Also ich bin ein Riesenfan von Miniaturen, also I love it, ja. Oft denke ich mir, schade, warum gibt es nicht so Miniaturen, so mehrere Miniaturen, so Lippenstifte, Augenbase, dann könnte man das testen und wenn das richtig gut ist, könnte man sich auch dann Full-Size-Größe kaufen. Also und diese ganzen Parfums-Miniaturen, I love it. Ich glaube, dieses Mal ist hier kein Parfum drinnen. So, Türchen Nummer 5 haben wir von der Marke Display. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Und zwar ist es ein Serum mit AHA, BHA, Face Serum. Genau, das ist ein Face Serum Bright Skin. Bright bedeutet immer strahlen. Das macht das Gesicht, dass es strahlt. Super, ein Serum. Und zwar finde ich das gar nicht schlecht. Vegan Cruelty-Free. Und zwar finde ich das nicht schlecht, denn ich glaube, dass jeder sich freut über ein Serum. Also Serum ist so ein richtiger Beauty-Dauerrenner, Serum geht immer. Ich liebe auch Serum und Ampullen, das sind solche Sachen. Ich glaube, da freut sich wirklich jeder. Kommt mit einer Pipette und ist, glaube ich, ist, glaube ich, Plastik, oder? Schaut ein bisschen so nach Plastik aus. Genau. So, Türchen Nummer 5, Türchen Nummer 6 ist hier ganz unten. Und da sehe ich etwas schon Bekanntes und zwar diese gehypte Sol de Janeiro Brasil Bum Bum Creme. Die hatte ich jetzt schon, glaube ich. Wo habe ich die jetzt schon gehabt? Ich glaube, in irgendeinem Adventskalender war die auch. Na, im Douglas Adventskalender war die. War das Spray? Genau, so war das. Genau, die Bum Bum Creme geht immer, denn. Wenn ich im Urlaub bin oder ans Meer, dann nehme ich die gerne mit und die riecht so richtig nach Urlaubsfeeling. Drinnen sind Mandel, Solid Karamell, also salziges Karamell drinnen, Mandel, Pistazien, also es ist eine richtig süße Creme. Was mir bei dem gefällt, wenn ich unten meine Beine so einschmiere, macht das eine richtig schöne Haut. Und es gibt drei, vier verschiedene Duftrichtungen von denen. Ich lasse jetzt einmal zu. Ich freue mich, dass ich jetzt eine im Backup habe, denn die großen sind richtig teuer, die großen Bum-Bum-Cremen. So, das war Türchen Nummer 6. So, Türchen Nummer 7 ist etwas ganz, ganz Großes. Und da bin ich einmal gespannt.
was ist denn das? Das ist wirklich ein das schaut aber sehr vielversprechend aus. Genau, und das sind Pinsel. Wow! Da freue ich mich wirklich sehr. Den Pinsel kann man wirklich immer gut gebrauchen. Das kommt so in einen wunderschönen Samttäschchen. Schaut es einmal her. Schaut wirklich sehr hochwertig aus. Und ich finde, diese Farbe haben sie richtig schön angepasst wie den Adventskalender. Also finde ich richtig hochwertig. Und Leute, jeder, der sich schminkt oder Blush verwendet zum Beispiel, freut sich über Pinsel. Ist sehr hochwertig, der Stoff ist sehr angenehm. Ich liebe so einen Stoff. Ich mag das auch bei den Polster so. Das ist ein richtig so ein schöner Stoff. Genau, und da haben wir, schauen wir gleich, da haben wir Pinsel. Schaut euch einmal das Design an, wie schön das bitte ist. Und da steht sogar der Name drauf von Look Fantastic. Schaut mal her. Look Fantastic. Also wir haben hier auf jeden Fall etwas Bronzer-Pinsel oder Blush kann man nützen. Für Concealer oder für Verblenden, Augenbrauen. Oft kann man mit den Spitzen auch so eine Linie machen. Also da sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Und einmal ein ganz normales Eyeshadow, was man hier auch verwenden kann. Ne? Ja, finde ich ganz okay. Die Haare sind jetzt weich. Wie gesagt, ich müsste es wirklich einmal testen, wie die jetzt wirklich sind, wenn man sie verwendet. Aber ich finde, die Haare sind weich. Die Haare sind jetzt einmal ganz okay. Genau, das kommt in so ein wunderschönes Täschchen. Und da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ich meine, die Haare sind jetzt nicht so hochwertig wie, was weiß ich, wie manche anderen Pinsel. Aber ich finde, die Haare sind wirklich okay. So, jetzt kommen wir zum Türchen Nummer. Türchen Nummer, was haben wir gehabt? 7. Jetzt kommen wir zu Türchen Nummer 8. Und Nummer 8, schätze ich einmal, wird auf die andere Seite sein. Jetzt muss man wieder diesen Kalender hier so ein bisschen umschwanken. Ist ein bisschen umständlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber naja. So, Türchen Nummer 8. Wir sind jetzt bei Türchen Nummer 8. Und das ist die Marke Ico Black Magic Liquid Eyeliner Black Noir. Das ist ein richtig, Black Noir ist immer so ein schwarzen tiefer Schwarz, Black Noir wenn steht. Und ein Eyeliner freue ich mich sehr. Den hätte ich gebraucht, wo ich meinen Spinnennetz da gemalt hatte. Also den hätte ich sicherlich dann gebraucht. Und ich habe gehört, dass die Marke Ico sehr gut ist. Die Nicole hat den Stift gelobt und ich bin sehr gespannt, wenn ich das nächste Mal meinen Eyeliner mache, ob der wirklich so gut ist. Da bin ich sehr gespannt und ich werde euch auf jeden Fall berichten, weil die Nicole hatte sogar schon einen in Anwendung. Da bin ich sehr gespannt, wie er ist. So, jetzt machen wir die Türchen Nummer 9. Türchen Nummer 9, ich schätze mal, es ist wieder auf die andere Seite. So, Türchen, hoppala, jetzt fällt er mir noch runter, Hilfe, Hilfe. Türchen Nummer 9, könnt ihr das sehen, ist hier. Und da haben wir zwei Produkte drinnen. So, einmal haben wir von der Marke Medic 8. Oder Medic 8, kommt darauf an, ob ich es auf Englisch oder auf Deutsch sage, haben wir hier einmal 40 ml, haben wir hier einmal ein Radic Cleansing. Das ist ein Cleansing Gel mit AHA, BHA. Finde ich nicht schlecht. Genau, hier steht alles auf Englisch, weil das auch alles aus England kommt. Genau, und hier... Gut, der kommt nicht aus England, der kommt made in UK. Gut, auf jeden Fall ist das etwas zum
reinigen. Das ist ein Cleansing Gel zum Reinigen. Finde ich super vom Make-up. Kann man gleich testen. Also etwas für die Reinigung. Muss nicht nur Make-up sein. Man kann das auch in der Früh nützen. Jetzt auch zum Beispiel als ein Gesichtswaschen oder was. Ja, nicht nur für Make-up. Ne? So, dann haben wir hier passend zu dieser Marke Medic 8, ich sage jetzt auf Englisch Medic 8 oder 8, haben wir auch ein Radikalserum Liquid Vitamin C. Gut, also ich kenne diese Marke überhaupt nicht, aber ich würde das so machen, wenn ich das reinige, würde ich dann auf jeden Fall auch den Serum nützen. So kann man dann schauen, wie die Produkte sind, wenn man gleich zwei in einen hat, finde ich gut. Und das werde ich auf jeden Fall testen. Also das finde ich wirklich super. Und da freue ich mich sehr, weil ich kenne die Marke persönlich überhaupt nicht. Also einige Marken waren jetzt da drinnen, die ich jetzt überhaupt nicht kenne. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, so ein Adventskalender. So, Marke, genau. Türchen Nummer 9. Ist etwas auch Großes, Längliches. Na, sorry, das war schon Türchen Nummer 9. Türchen Nummer 10. Und ich befürchte, wir müssen wieder schwenken. Türchen Nummer 10, genau, das war das Produkt, wo ich gesagt habe, also ich werde das jetzt so machen, weil mir das ein bisschen zu umständlich ist. Ich habe mir nämlich da ein Brett gelegt. Das Brett tut mich aber meistens nur stören. Ich werde das jetzt so machen. So, Türchen Nummer 10, genau, jetzt habe ich viel mehr Platz da. So, Türchen Nummer 10 habe ich gesehen und ich habe das schon so oft gesehen. Und zwar ist es von Organix. Organix, genau. Organix ist das ein. Moment, schaue ich gleich. So. Mega Mushrooms. Mushrooms bedeutet ja Pilze oder Schwammerl, genau. Und zwar ist es ein. Moment, das ist, glaube ich, ein Tonic. Genau. Moment, ich schaue mir mal an. 200 Milliliter. Ich habe gesehen, dass dieses Produkt alleine schon 40 bis 43 Euro kostet. Und zwar ist das ein, ich schaue mal auf Englisch, ein Gesichtstoner, ein beruhigendes Gesichtstonic. Super. Und das werde ich mir jetzt gleich einmal ins Bad stellen, denn ich habe von dieser Marke wirklich nur Gutes gehört. Und Leute, wir haben hier eine Full-Size-Große. Schaut euch einmal an, wie groß dieses Produkt ist. Das ist wirklich, ich schätze mal, dass es auch gar nicht so schlecht ist, weil das alleine ist es in New York hergestellt. Organix.com, beruhigendes Gesichtswasser. Schaut, die haben sogar hier auf Deutsch und Englisch gestehen. Super. Schaut mal her, die haben da wirklich dieses Mal, also das ist wahrscheinlich ein wirklich ein super Dr. André Weil. Das ist von einem Doktor. Aha, super. Also ich finde, wenn das gut ist, kann man sich das überlegen, weil ich sage einmal so, wenn man jetzt ein Lieblingsprodukt hat und ich weiß, ich schwärme drauf, dann kaufe ich mir nur das und kaufe mir dann nicht andere Gesichtswasser oder Gesichtstonik, ja, dann weiß ich automatisch, das mag ich und dann kaufe ich nur das und kaufe dann nicht andere. Wenn ich einmal etwas finde, was mir gut gefällt, dann würde ich sogar auch öfters auch kaufen. Also da bin ich wirklich sehr gespannt. Schaut mal her, die haben das hier auch auf mehrere, zum Beispiel auf Italienisch haben sie. Also das finde ich gar nicht schlecht. Da haben sie sich wirklich was überlegt. Für Leute zum Beispiel, die jetzt zum Beispiel nicht gut Englisch können. Also finde ich nicht, wirklich nicht schlecht. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir zu Türchen Nummer 11. Und Türchen Nummer 11 hat zwei Produkte drinnen. Zwei Produkte. Und zwar habe ich jetzt schon ein paar Mal diese Marke gesehen. Wow. Da steht einfach wow. Das ist 30 Milliliter. Das ist einmal ein Conditioner und einmal ein Haarshampoo. Allerdings steht hier, dass das etwas ist für gefärbtes Haar. One Tall Color, also für gefärbtes Haar. Genau, also ich habe meine Haare schon seit 3 Jahren nicht gefärbt, seit dem Haarausfall. Jetzt weiß ich nicht,
Tja, ob ich das verwenden soll oder nicht, oder soll ich das herschenken? Aber ich habe irgendwann mal vor, wenn meine Haare ein bisschen weißer sind, also ich habe hier schon zwei Haare grau, dass ich irgendwann meine Haare döne und vielleicht könnte ich das dann verwenden, weil ich glaube, dass das auch die Dönung so ein bisschen erfrischt, ne? Genau, also das werde ich mir überlegen. Wenn nicht, werde ich es weiter schenken. Aber ich habe sowieso mal vorgehabt, jetzt im Dezember zu meinem Geburtstag einmal ein schönes, tiefes Braun. Habe ich mir wirklich überlegt, ob ich es auch wirklich mache, ist dann wieder die andere Frage. Aber dann wäre eigentlich das eigentlich perfekt, ne? So, ihr Lieben, Türchen Nummer 12. Türchen Nummer 12. Wo bist du und schreist nicht? Genau, das ist wieder auf die andere Seite. Türchen Nummer 12 haben wir hier. Und zwar Türchen Nummer 12 haben wir etwas ganz Schönes und da freue ich mich sehr. Gel Cola Lip und Cheek Balm. Aha, das ist ein Lippen. Kann man für die Lippen verwenden. Hoppala. Boah, ist das aber streng. Lippen und für den Cheek. So eine schöne Farbe eigentlich, genau. Eine richtig schöne nude Farbe für den Alltag perfekt. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Das werde ich auf jeden Fall in den Reel testen für Cheek und für Lippen, weil ich mir denke, das kann für euch oder den anderen interessant sein. Von der Marke Nude Stick. Also ich kenne die Marke auch nicht. Nude Stick. Made in Germany, Brüssel. Finde ich interessant. Also die Farbe gefällt mir auf jeden Fall erstens einmal super. Türchen Nummer 13. Das ist etwas hier Großes. Seht ihr das hier? Was ist denn das da? Ein großes Produkt und zwar haben wir hier Isoclean 60. 60 Sekunden, okay. Professionell Brush Clean. Aha, das ist etwas für die Pinsel zum Reinigen. Schaut so aus, dass das nur 60 Sekunden braucht und die sind clean. Finde ich auch nicht schlecht, weil ich meine, Pinsel zum Reinigen habe ich genug. Ich muss mir das einmal durchlesen, ob ich da jetzt nur auf die Pinsel drauf sprühe oder ob ich sie zuerst waschen soll mit Wasser und Seife und dann sprühe. Muss ich wirklich schauen, weil. Puh. Leute, das riecht nach Aceton und so, nach Nagellackentferner. Wirklich extrem. Also, ich weiß nicht, ob ich das gerne auf meine Pinsel mag. Es riecht richtig streng. Also, du hast das Gefühl, wie wenn es von. Kennst du diese starken Handseifen oder diese Lotion im AKH oder im Spital? Boah. Ich weiß nicht, ob ich das auf meine Pinsel mag, weil es ist richtig streng. Es ist richtig wie ein Nagellack entfernen. Ihr habt eh meine Reaktion gesehen. Also ich werde mir das noch überlegen. Das war richtig puh. So, jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern. So, jetzt haben wir Türchen Nummer 13. Genau, Türchen Nummer 14 ist wahrscheinlich wieder auf die andere Seite. Türchen Nummer 14 ist etwas Großes. Aha. Und das habe ich gesehen. Das ist von Grandel Lash MD Lash. Ein Lash-Serum für die Wimpern. Ehrlich gesagt bin ich mit meinen Wimpern sehr zufrieden. Aber ich habe gehört, dass dieses Lash-Serum Hormone drinnen haben sollte und dass die Lashes wirklich stark wachsen sollen, habe ich gehört. Ich habe es bezüglich noch nie getestet. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so gut ist mit Hormone, denn meine Hormone sind sowieso Gewichtszunahme und und. Also ich bin jetzt da eh nicht so gut mit die Hormone, ja. So, aber jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt gescheit wäre zum Testen oder nicht. Ich sehe hier ein Beipackzettel drinnen, das finde ich nicht schlecht. Das werde ich mir mal in Ruhe durchlesen und werde auf jeden Fall mal ja, mir überlegen, ob ich das jetzt wirklich nehme oder nicht. Falls ihr Erfahrung habt, ob sich da irgendetwas bei euch geändert hat oder was, schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Ich werde mir das wirklich einmal in Ruhe durchlesen
Und dann werde ich dann schauen, ob ich das dann nehme oder so. 4 bis 6 Wochen soll man das nehmen. Man solle so nicht mehr als 3 Monate nehmen. Naja, also 4 bis 6 Wochen könnte man also quasi dann, ja, 4 bis 6 Wochen, so 2 Monate oder so circa nehmen. Kommt drauf an, ob man Abstand macht oder nicht. Ich werde mir das durchlesen und ich werde es euch auf jeden Fall in den Stories berichten, was ich mich dann entschlossen habe. So, Türchen Nummer 15. Wir müssen wieder drehen. Das Blöde bei dem Kalender ist, dass das so lang ist und wenn du dann irgendwie drehen willst, kommst du dann die ganze Zeit, entweder stoßt das auf meinen Schenkel oder auf der Couch, ist das einzige bisschen, was doof ist, aber sonst, was macht man denn nicht für die Schönheit, ne? So, ich glaube, ich bin da falsch. So, ich sehe das Türchen Nummer 15 nicht. Entweder blendet mich die Sonne so stark, dass ich das nicht sehe, oder ich weiß nicht, was da los ist. Aha, da ist es und schreit es nicht. Ui, was ist denn das? Das ist ja ganz schwer. Oh, das ist was Tolles. Das ist eine Duftkerze. Oh, da freue ich mich sehr. Und zwar ist das eine Duftkerze mit Zimt, Orange, Berries, Spice, made in England. Also das ist eine Kerze und da freue ich mich richtig sehr. Die werde ich heute gleich anzünden. Die riecht so gut. Die riecht so nach einem Wintertee. Das ist die Marke Wintertrime. Aha, ja. Das riecht so gut. Also es erinnert mich jetzt wirklich so an wirklich einen guten, starken Wintertee mit Früchten und so. Das liebe ich. Ich glaube, das werde ich heute gleich einmal nützen. Da riecht es noch mehr. Also wirklich eine so gute Kerze habe ich wirklich bis jetzt noch nicht gehabt. Die riecht wirklich so. Ich liebe dieses Zimt und Orange und so. Ich liebe auch diese ganzen Zimtkekse und so. Also das werde ich heute auf jeden Fall mal testen, weil ich muss unbedingt schauen, ob danach das Ganze, auch der ganze Raum riecht. Also jeder, der diese Kerze kennt oder Look Fantastic, könnt ihr mal gerne schreiben, ob ihr diese Kerze mal benutzt hat. Aber sie riecht wirklich streng, also nicht streng, aber stark, wirklich nach Wintertraum, Winterfrüchte und so. Finde ich richtig gut. So, jetzt kommen wir zu Türchen Nummer 16 und das wird jetzt auf jeden Fall auf die andere Seite sein. Türchen Nummer 16 und das ist da. So, hier haben wir 3 Stück Retinol Beauty Pro, Retinol Vitamin C Aloe Vera Augenpads und das finde ich super, dass da 3 Stück drinnen sind, weil dann kann ich das auf jeden Fall jemandem mal geben zum Testen. Das finde ich richtig einmal gut. Also das ist wirklich mal gut. Das ist Retinol Beauty Pro. Für 20 Minuten sollte man die aufsetzen, steht da. Also das finde ich jetzt wirklich super. Augenpads gehen immer. Mich hat es ja wirklich gewundert, dass keine also keine Augencreme drinnen ist oder was oder Augenserum. Ich weiß es nicht genau. Irgendetwas habe ich mich gewundert. Na, was waren das? Genau, dass keine Maske drin ist. Genau, das war's. Genau, das habe ich mich schon gewundert. Aber okay, ich glaube, dass wir alle genug Masken haben. Genau, so, jetzt kommen wir zu Türchen Nummer 17 und das ist unten, das ist etwas ganz, ganz Großes. Yes, meine MAC Mascara. Ich kann sie schon sehen. Genau, du bist schuld, dass ich den Adventskalender gekauft habe. Also ich habe wirklich den Adventskalender gekauft wegen der. Ehrlich gesagt, die MAC Mascara hat mich sofort irgendwie fasziniert und natürlich auch die anderen Produkte wie dieses große Organics Wasser, ne? Aber diese Mascara hat mich so irgendwie fasziniert, weil ich denke mal, 36 € für eine Mascara ist schon viel, aber wenn es dann 105 € ausgibst und dann solche tollen Produkte hast, dann finde ich das richtig nice. Also ich bin schon wirklich gespannt, wie die ist.
Das ist die neueste MAC Mascara und schaut richtig toll aus, ne? Also da habe ich mich riesig gefreut. Also wirklich, also wegen dir habe ich mir den Adventskalender bestellt, weil ich den richtig, richtig gut finde und ich bin wirklich sehr, sehr, also wirklich sehr, sehr neugierig, wie ich, also das zu testen. Also wenn ich jetzt wirklich dieses Lash Serum nützen sollte mit der MAC Mascara, plump, ne? Dann hätten wir richtig eine schöne, plumpige Wimper, ne? So richtig schön, plumpig offen. 95% der Testerinnen haben versprochen Volumen, ne? Genau. 12 Milliliter. Die Bürste sollte auch speziell sein. Schaut mal her. Könnt ihr das sehen hier? Da bin ich sehr gespannt. Also ich schätze mal, dass wir diese MAC Mascara auf jeden Fall in Real testen oder in Short, denn da freue ich mich richtig sehr. So, ihr Lieben, jetzt haben wir Türchen Nummer 18. Ich sehe das so schwer, weil die Sonne blendet. So, ich schätze mal, dass ich das wieder umdrehen muss. Türchen Nummer 18. Da freue ich mich sehr, denn ein Beauty-Schwarm brauche ich immer. Also ihr wisst ja, ich schminke mich gerne und so. Also Beauty-Schwarm braucht man immer. Und plus noch ist es von Real Technique, Miracle Complex Balm, Natural Glow Finish, Hashtag Make-Ups Balm, Light to Medium, Coverage. Coverage. Super. Da freue ich mich wirklich sehr, denn die sind schon teuer, die kosten fast 10 €, aber beim TK Maxx kann man die wirklich mal kriegen für 3, 4 €. Also schaut gerne mal beim TK Maxx vorbei, die haben immer etwas von Real Technique. Ob das ein Abschminktuch ist oder etwas, da kann ich euch wirklich einen Tipp geben. Und die Sponge haben sie immer, ob das jetzt von Beauty Works ist oder etwas. Bei TK Maxx findet man immer super tolle Produkte, auch günstigere. So, jetzt kommen wir zu Türchen Nummer 19 und das ist ausnahmsweise mal auf diese Seite, muss ich nicht drehen. Und da haben wir Türchen Nummer 19. Ultra Repair Creme. Das ist eine Sensitive Skin. Das ist etwas wieder mal fürs Gesicht. Und das ist eine reparierende Creme. First App Beauty Farb. Okay. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen in den ganzen Glossy Boxen, diese Marke. Ich persönlich kenne diese Marke noch gar nicht, aber ich habe gesehen, das gibt es, glaube ich, in Lila und so. Ich kenne diese Marke überhaupt nicht und es ist eine dermatologisch getestet, intensiv Hydrating, Feuchtigkeit und für gestresste Haut. Super, werden wir auf jeden Fall testen. Das ist einmal eine, glaube ich, eine Originaltube mit 12 ml, also richtig große Tube. Genau, bin ich mal gespannt, wie die Marke ist, denn diese Marke habe ich schon ein paar Mal gesehen, aber ich habe jetzt da wirklich jetzt noch nicht was von ihr getestet. So, jetzt kommen wir unten, und zwar ist das die Nummer 20. Und da haben wir von der Marke Avant Hyaluronic. Das ist eine Augencreme, super, ne? Da freue ich mich sehr, denn auch ich habe hier so ein bisschen Creme, also so Augencreme. Avant mögen viele. Ich finde das Avant Serum jetzt nicht so prickelnd. Also ich finde zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Make-up draufgebe, finde ich jetzt zum Beispiel von e.l.f. oder von einer anderen Marke, finde ich den Primer besser als Avant. Aber ja, wie gesagt, das ist Geschmackssache. Und wenn das wirklich gut ist, dann werdet ihr auf jeden Fall auch in den Aufgebrauch berichten, denn 10 Milliliter, glaube ich, das kann man super toll nützen mit der Pflege und dann, glaube ich, ist das auch schnell weg, ne? Genau. Also ich bin gespannt. Ich weiß, dass Avant immer sehr teuer ist, ne? Und da bin ich wirklich gespannt, wie das ist. Genau. So, jetzt haben wir schon das Türchen Nummer 20. Jetzt kommen wir zum Türchen Nummer 21. Türchen Nummer 21 und das ist das da. Was ist denn da drinnen? Jetzt habe ich hier geglaubt, irgendetwas von Lancôme. Das hat irgendwie so ausgeschaut, wie die Marke Lancôme, oder? Dave Skin. Ah, von der Marke Citad London. Das ist ein
Primer, oh, da freue ich mich sehr, weil ich liebe Primer. Ich brauche eigentlich immer Primer und Make-up. Und ein Primer, und das ist aber leider so klein. Schaut mal, wie klein das ist. Ich habe ja leider ein großes, rundes Gesicht. Und Primer liebe ich. Und zwar finde ich das jetzt wirklich super, denn ich habe ja für meine Full Face-Reihe, könnte ich dann wirklich diesen Primer verwenden. Vitamin C. Glass Glow Primer. Also finde ich super, dass ich das verwenden kann. Einmal, weil ich habe von der Marke Zitat, ich weiß jetzt nicht, ob das richtig spricht, von London, habe ich eine Lidschattenpalette, glaube ich. Genau. Und da könnte man das wirklich einmal kombinieren, dass ich das einmal teste. Und ja, Primer geht bei mir immer, weil ich nütze keinen Make-up ohne Primer, weil ich finde, dass das Make-up für mich persönlich dann immer besser ausschaut. Und dass es dann auch ein bisschen so die Poren schließt und so. Also da habe ich mich jetzt wirklich riesig gefreut. 10 Milliliter kann man super toll testen. Also da habe ich mich jetzt wirklich gefreut. So, ihr Lieben, jetzt haben wir noch 22, 23, 24, 25. Dann sind wir fertig. 23, was ist denn das? Ah, das habe ich eh auch. Das kann ich mich erinnern. Und zwar ist es von The Ritualist of Young. Ein Body Scrub. Also Body Scrub geht immer. Und zwar ist es von Ritualist. Da werde ich jetzt einmal aufmachen, weil ich gerne den Geruch riechen möchte. Ja, ich meine, ich finde Ritualist, finde ich persönlich, ich finde Ritualist, jede Duftrichtung ist einzigartig bei denen. Ich muss sagen, es ist wirklich sehr frisch. Ich finde es gar nicht so schlimm. Aber mein Favorite ist natürlich das auf erster Stelle das Blossom Cherry, das mit diesem Pinken. Dann kommt das Karma, finde ich auch sehr gut. Und das dritte, jetzt weiß ich nicht, ob das Orange of Meer oder das Rote. Müsste ich wirklich mal schnuppern. Aber das ist so die letzte Variation. Aber ich finde sie nicht schlecht. Also es ist jetzt kein Duft, wo ich sage, na, mag ich nicht. Ich finde, die Düfte sind alle irgendwie hochwertig gemacht, nicht so streng und jetzt nicht so süß oder so. Sie sind genau so richtig ein Mittelding. Ich meine, das Blossom Cherry riecht ja auch ein bisschen süßlich, aber es ist jetzt nicht so süß wie Bilou oder so. Es ist wirklich so für jedermann Sache etwas dabei. Und es ist so richtig edel, das Ritual. Also es ist jetzt nicht so, wisst ihr, was ich meine, wie Balea zum Duschgel, ne? Es ist so richtig, ja, so richtig eine feine, richtige Geruch, ne? Und deswegen ist auch Ritual auch so begehrt, ne? Also es ist jetzt nicht so, ich sage, na, mag ich nicht die Marke. Also ich finde die ehrlich gesagt alle gut von Ritualist. Ne? Und da freue ich mich sehr, weil Ritualist ist wirklich eine super tolle Marke. Ich habe von Ritualist eine Karte und diese mit der Karte spare ich immer ein bisschen oder bekomme immer ein bisschen was gratis dazu. Ich habe euch eh letztes Mal auch gezeigt, dass es bei Ritualist so ein Duftraumspray gegeben hat, so eine kleine Probe. Also ich finde diese App oder diese Karte bei Ritualist zahlt sich immer aus. Und ich finde, sie sind so die Kunden auch immer höflich und nett und auch, dass man dort Hände waschen kann. Das ist auch nicht selbstverständlich. So, ihr Lieben, das war jetzt. Ich komme immer so durcheinander, wenn ich dann rede. So, Türchen Nummer 24. Und jetzt kommen wir zu Weihnachten. Da bin ich gespannt, was da ist zum Weihnachten. Das habe ich wirklich total vergessen. Was ist da drinnen? Und das riecht schon so. Puh. Ja, das war letztes Mal in der Look Fantastic Box, dieses Evlon. Das ist eine After Cleansing, aha, Nachreinigung würde ich sagen. Und zwar weiß ich, dass diese Marke sehr teuer ist. Es war bei Ritualist einmal so ein Cleansing Balm und der hat überhaupt nicht gut gerochen. Der hat gerochen nach Kräuter. Ja, genau, das ist es wieder so nach diesen Kräuter. Also. Ich weiß nicht. Diese Marke Yves Lom, also der Geruch schon alleine ist jetzt nicht so wirklich meins. Also ich weiß nicht. Also ich schätze mal, dass diese Richtung so Kräuter und so riecht. Also das mag ich überhaupt nicht. Also ja, ich meine, für manche diese Marke lieben, für 24, das ist immerhin ein großes Produkt. Schaut es mal her.
50 Milliliter. Und ich weiß, dass diese Marke sehr teuer ist, aber für mich persönlich ist diese Marke wirklich nichts. Wir kommen zum letzten Türchen und zum letzten Türchen habe ich mich wirklich sehr gefreut. Und zwar ist es das Türchen Nummer 25. Schaut sehr hochedel aus. Und zwar ist das die Marke Iconic London. Und zwar ist eine Lidschattenpalette drinnen. Und zwar eine richtig sehr, sehr hochwertige Lidschattenpalette. Ich habe sie mir gestern kurz angeschaut. Und zwar eben da für die Stories habe ich sie mir kurz angeschaut. Kommt das so? Ich kenne die Marke Iconic so vom Sehen, aber ich habe sie noch nie also getestet. Da ist eine Lidschattenpalette drinnen mit einem Spiegel. Den lassen wir jetzt einmal so, dass es nicht blendet. Und ich finde diese Lidschattenpalette finde ich richtig schön. Ich finde sie alltagtauglich top peach. Peach, schaut mal her. Ich tue mich jetzt dann gleich abschminken. Ich wollte mal nur die Qualität schauen. Qualität gut. Und wisst ihr, was so schön ist an dieser Lidschattenpalette? Man kann die in der Arbeit tragen. Man kann die. Das ist eine Palette, die jetzt nicht so bum-bäm ist wie manche andere Looks von mir. Das ist eine Palette, die kann man super toll in der Arbeit tragen. Man hat ein bisschen was, man hat etwas, aber es ist jetzt nicht so auffällig. Die kann ich mir vorstellen, wenn ich mit meiner Familie auf eine Feier gehe. Da will ich jetzt auch nicht so ganz viel geschminkt sein, aber so ein bisschen wenig. Und schaut euch mal diese Champagner Chic 24 Gold. Das sind richtig schöne Farben, schöne Farben. Also die Marke kenne ich persönlich jetzt persönlich nicht, aber ich werde ein paar Sachen swatchen für euch gleich. Schaut mal, Moment, seht ihr das? Na, gell? Das spiegelt so bei mir, schade. Ich werde diese Palette auf jeden Fall testen in einem Reel oder einem Short. Das ist wirklich also eine schöne Farbe, die könnte man auch als Highlighter so ein bisschen nützen. Also ich finde diese Palette richtig schön. Ihr Lieben, wir sind fertig, oder? Oder habe ich irgendetwas verpasst? Na, 25, oder? Habe ich irgendetwas vergessen? Nein. Habe ich irgendetwas vergessen? Nein. Ihr Lieben, 42 Minuten. Ihr Lieben, wir sind fertig mit diesem wunderschönen Adventskalender. Mein Fazit ist, dieser Adventskalender hat sich für 105 Euro komplett auf seine Kosten. Also wirklich, überlegt einmal, wir haben drinnen gehabt ein Ritualist Peeling, was man auch super toll schenken kann, auch zu Weihnachten. Dann haben wir gehabt von MAC diese wunderschöne Mascara. Drinnen haben wir gehabt für alle Boom Boom Fans, also von Rio de Janeiro, wieder mal etwas im Backup für den Urlaub oder so. Wenn man auf den Sport geht, nach dem Duschen kann man sich eincremen, ja. Wie gesagt, das muss man lieben, diese Duftrichtung, ja. Dann haben wir gehabt eine super schöne Originalkerze in super tollen Weihnachtsduft, das ich auf jeden Fall zu Weihnachten nützen werde, denn ich liebe Duftkerzen. I love it. Ich bin ja ein großer Fan von den ganzen Yankel Candy, aber die sind schon teuer, aber gut, ne. Gut. Das ist auch eine, die ist wirklich so gut wie die Yankel Candle, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Dann, ihr Lieben, wir haben von NARS ein Blush gehabt in einer Mini-Form. Für alle, die diesen Blush noch nicht kennen oder gehabt haben, finde ich das richtig gut. Wir haben hier Produkte drinnen von Elemis, haben wir Produkte. Wir haben hier von dieser Marke ein Cleansing Gel, ein Serum. Beides. Wir haben für alle Leute, die getönte Haare haben, etwas zum Testen von der Marke Wow. Habe ich gehört, dass das sehr teuer sein sollte. Wir haben einen Primer drinnen von Chitat. Wir haben hier einen wunderschönen Augenliner. Also ich finde wirklich, und diese Lidschattenpalette alleine schon, eine schöne Lidschattenpalette für jedermann. Also es ist eine Palette, die wirklich jeder tragen kann. Also es ist nichts Buntes, ne? Aber man kann die auf jeden Fall nützen. Braune Töne kann man immer nützen. Ich persönlich für mein Fazit bin wirklich sehr begeistert über diesen Adventskalender und ich bin wirklich stolz, dass ich
105 Euro bezahlt habe, aber ich habe drinnen Produkte, die ich vielleicht so nicht gekauft hätte oder gehabt hätte. Und deswegen bin ich wirklich stolz, weil der Adventskalender hat mir persönlich sehr zugesagt. Mir würde auch der von Sephora sehr gut gefallen. Ja, der Sephora hat richtig super schöne Produkte, auch von diesem Drunk Elephant und diesen Stöckelschuh von diesem Carolina Herrera, diese Miniatur, den würde ich schon alleine kaufen, nur wegen dieser Miniatur. Aber der hat richtig gute Produkte im Sephora drinnen. Auch die Pflege ist nicht schlecht, aber der 149 ist richtig top. Wie gesagt, vielleicht werde ich ihn im November kaufen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil auch ich muss ein bisschen auf die Gasbremse drücken. Ich habe mir jetzt den geleistet. Ob ich mir den Sephora noch kaufe, werde ich schauen, vielleicht in den, wie heißt das so schön, in den Black Weekend, weil ich finde, der zahlt sich auch auf jeden Fall aus. Werden wir schauen, ob ich mir noch einen kaufe. Zwei bekomme ich noch als Geburtstagsgeschenke. Ansonsten würde ich sagen, dieser Adventskalender hat sich wirklich, wirklich ausgezahlt. Ich werde euch natürlich noch einmal in Instagram auch nochmal zeigen, die Produkte und testen. Ja, ihr Lieben, schreibt es mir gerne in den Kommentaren, wie findet ihr den Kalender und welche Produkte haben euch am meisten interessiert? Das würde mich interessieren. Und schon alleine diese Flasche, dieser Toner da, also wo ist der Toner jetzt? Gut, den finde ich jetzt nicht, aber ihr wisst, dieser Toner da, 200 Milliliter, der kostet 43 Euro. Also ich finde, der Adventskalender hat sich richtig, richtig ausgezahlt. Ihr Lieben, ich beende jetzt das Video und wünsche euch einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ich würde mich so freuen, wenn ihr mir ein Abo schenkt, denn ja, da würdet ihr mich wirklich sehr unterstützen. Und schreibt mir gerne in den Kommentaren, was euch am besten gefallen hat und welcher Adventskalender für euch noch so in Frage kommen. Ich verabschiede mich jetzt. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in meinem nächsten Video. Bussi Baba, eure Lola.